Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilenrevue. Martin, was haben wir die Woche? Wir haben Stolperfallen, Wettschulden und düstere Zukunftsbilder. Spannend. Martin, was war los bei Schwarz da die Woche? Der Kickl hat eine Schrecksekunde gehabt. Wieso? Was ist passiert? Ich hatte erst gestolpert. Über was ist er damit gestolpert? Nicht über die Politik, über Steckdose im Bundeskanzleramt. So was Banales. Ja. Er hatte den Fangel. Gott sei Dank. Ja. Der beste Innenminister aller Zeiten. Laut Strache. Eben. Für die nächsten Jahre. Oh, was heißt das? Naja, die Köstinger meint ja, die Koalition sollte 2022 noch fortgesetzt werden. Oh Gott, ist das nur eine Fantasie mit Post-Schwangerschaftsstress? Nein. Oder meint sie das ernst? Sie meint es ernst und bei der Qualität der Opposition wird sie recht behalten. Gibt es irgendeine gute Nachricht auch noch die Woche? Das kommt drauf an, wie du wählst. Der Hofer hat angekündigt, er tritt natürlich fix bei der nächsten Bundespräsidentenwahl an. Ist der Van der Bellen schon tot oder was? Nein, aber in ein paar Jahren wird er dann nicht mehr antreten. Und der Hofer tritt an. Aber die Heute hat mich enttäuscht. Wieso das? Die Tagespresse, auch so eine seriöse Quelle, hat es ja eigentlich besser zusammengefasst. Okay. Die haben geschrieben, Hofer garantiert auch nächste Bundespräsidentenwahl anzufechten. Was das mir ein Kollege gesagt hat? Ja. Was ist die Lieblingstaste vom Hofer auf dem Telefon? Tja, schwer, keine Ahnung. Die Wahlwiederholung. Was haben wir in dieser Woche von Trump gehört? Ja, anfangen möchte ich die Woche nochmal mit einer Trump-related News. Okay. Ich möchte der Werbeagentur von der Thalia meine herzlichsten Glückwünsche aussprechen. Ihr habt das sehr gut gemacht. Sie haben nämlich die Heute eingepackt wieder, Titelseite. Mhm. Und zwar mit einer Donald-Trump-Aussage. Mit welcher? Donald Trump liest nicht gerne. Ah ja. Aber sie haben sie ihrer Bildungsaufgabe, sind sie bewusst geworden, als Thalia natürlich. Mhm. Und sie haben natürlich schon, Welt, bleib wach. Erinnert mich ein bisschen an den Erwin Paul. Wieso das? Der hat auch mal in einem Interview behauptet, der hat nur ein Buch gelesen, Der Schatz im Silbersee. Ob er es bei Thalia gekauft hat, weiß ich jetzt nicht. Das freuen wir uns nächste Woche mal sehen. Genau. Gut, aber ob man jetzt gern liest oder nicht, ist eigentlich irrelevant. Ein Spruch wie Wettschulden sind Ehrenschulden sollte man kennen, oder? Ja, natürlich. In Amerika. Und beherzigen. Vor allem beherzigen, genau. Aber Trump wäre nicht Trump, wenn er das nicht tun würde. Und so ist es auch diesmal. Er hat eine Wette gehabt mit einer Senatorin, Elizabeth Warren. Mhm. Sie hat gesagt, sie hat indianische Wurzeln. Er wettet $1 Million, dass sie es nicht hat. Mhm. Sie hat es beweisen können. Mhm. Und was macht der Trump? Ja, zahlen. Nicht zahlen, natürlich. Warum? Keine Ahnung, weil er Trump ist. Hat er schon von Fake News gesprochen? Noch nicht, aber das wird schon noch kommen, bin mir sicher. Okay. Andere Geschichte. Religion. Ist ja frei. Jeder soll mit Gott und sich im Reinen sein, wie er oder sie gerne mag. Da habe ich nichts dagegen. Aber in dem Fall muss ich sagen, ist vergebene Liebesmühe. Es gibt nämlich diesen Pastor, Andrew Bronson, der war 2 Jahre in der Türkei eingesperrt, ist jetzt frei, ist ins Weiße Haus, hat den Trump besucht und betet für ihn. Und er betet für ihn, dass er übernatürliche Weisheit bekommt, bei Trump, und den Mut für Wahrheit einzutreten. Das finde ich sehr intelligent. Was? Also, Gott ist der Einzige, der das beim Trump nur richten kann. Ich habe dich ja schon ein paar Mal gefragt, aber heute wieder. Warum lesen wir die heute? Damit wir was lernen. Genau. Und was hast du gelernt die Woche? Google weiß alles von dir. Alles. Okay. Wieso? Und das ist nicht immer gut. Und wie kommst du jetzt drauf? In Peru hat sich jetzt ein Mann scheiden lassen von seiner Frau,
weil er einen Weg gesucht hat auf Street Views. Mhm. Und da hat er auf dem Foto sehr froh gesehen. Ist mit einem anderen Mann rumturtelt. Okay. Und das Pikante, diese Aufnahmen sind aus 2013. Somit ist wegen Google eine 5 Jahre lang funktionierende Affäre aufgeflogen. Mhm. Google weiß echt alles von dir. Schaut so aus. Was hast du gelernt die Woche? Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Da hat ein Lottospieler vergessen, dass er seinen Lottoschein schon aufgegeben hat und hat den gleichen Nomen ausgefüllt. Ich weiß, du kennst das ja. Gleichen Zahlennomen. Ja, und jetzt hat er doppelt gewonnen. Und deine Erkenntnis? Vergesslichkeit kann sich auszahlen. Das ist doch einmal ein Hoffnungsschimmer. Und mit dem schicken wir euch in die nächste Woche. Liebe Opti-Zuschauer, vielen Dank fürs Reinschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder, beziehungsweise wann sehen wir uns? Montag, 20 Uhr. Auf Okto. Wo sonst? Eben. Also, bis dann. Ciao. Ja, und ihr lieben Internetmenschen, auch von euch, vielen Dank fürs Reinschauen. Ihr müsst natürlich, oder wir hoffen, ihr tut's. Was? Liken, teilen und kommentieren. Ganz genau. Also, wir sehen uns nächste Woche wieder am Sonntag, 18 Uhr. Ciao. Bis dahin, ciao.